Ja, und jetzt, der Alex hat es ja schon gesagt, es geht um Intelligenz. Ja, da bin ich mal gespannt. Alles klar, ich würde sagen, dann starten wir. Und einmal kurz müsst ihr alle den Atem anhalten. Wurde anonym Und gespendet eine oh. Summe von 50 €. Yes! Oh, Respekt! So, Dankeschön, Random Citizen. Damit haben wir gerade die 1400 wow. Euro geknackt. Seid ihr bereit für Quiplash? Ich auch. Ich hoffe, ihr habt euch alle warm gemacht. Wir steigen nämlich gleich voll ein. Vergesst nicht, dass eure Begleitungen und andere mit SA auch im Publikum mitspielen können. Eure Stimmen zählen auch. Zeit für die erste Runde. Ihr seht zwei Prompts auf eurem Gerät. Beantwortet sie, wie immer ihr wollt. Jede Antwort wird der Antwort eines Mitspielers gegenübergestellt und alle stimmen ab, welche sie besser finden. Ganz einfach. Je mehr Leute eure Antwort wählen, desto mehr Punkte kriegt ihr. Los! Achtung, Publikum! Solange ihr auf diese unangenehm langsamen Spieler wartet, versucht euch doch an der Mitspielfunktion. Beeilt euch! Benutzt eine Notfallquip, wenn euch nichts einfällt. Wow. Yes. Oh. Jesko ist der wahre Grund für die Erderwärmung. Weil der Junge zu hot ist. Ja, er ist einfach richtig hot. Also, dann wollen wir mal. Nummer 1 auf unserer Liste. Achtung, Achtung. Was ist das nächste Happy Meal? Okay, wählt euren Favoriten. Was ist das nächste Happy Meal Spielzeug? Was? Ich weiß damit nichts anzufangen. Ich komme auch schwer auf den Tank. Boah, so ein Gummi-Corona-Ding. So einfach so ein fettes, knippriges, grünes Ding. Ja, so wie Slime früher. Ja, ja, genau. Du kannst ihn dann an die Wand schmeißen oder gegen Menschen und sagen, haha. Ja, unentschieden. Also da kannst du immer mit so einer Leine. Stimmt jetzt ab. Ja, auf was verzichte ich während der Fastenzeit? Sorry, Regie. Regelt die Tina leiser, sie tötet wieder Enten. Ich kann leider gerade nichts mit eurem Monitor tun. Ja, ist klar. Wie, es geht nicht darum, ich weiß, ernsthaft ich weiß, zu antworten. Aber ich war übelst unter Zeitspruch. Als nächstes haben wir gar nicht gemerkt. Gar nicht. Twitch in drei Worten erklärt. Okay, stimmt ab. Zu sehr, das ist sehr witzig. Lila lustig, Lil W. Keck W würde ich aufnehmen, aber lila lustig, Lil W. Entschuldigung. Nein, das ist nicht schlimm. Nein, okay, nein, das ist immer im falschen Content. Wenn du jemanden beleidigst damit, ist es eine Sache. Wenn du aber. Okay. Der Kürbiskopf. Kürbiskopf knapp. Drauf. Knapp. Okay, der nächste bitte. Und da kam die nächste Donation raus. Gronkhs, von Anton Lapotschel. Ein Euro. Ja. Jeder Euro zählt. Danke. Gronkhs heimliches Last. Stell dir vor, das wird ein Laster einfach. So ein Stand-Laster. Ja, Alter, wie geil wäre das? Das wäre aber ein Gronkhs heimlicher Laster. Ja, ich weiß, ne? Aber. Schatz, ein Jogginghosenallergie oder er bohrt in der Nase? Ha. Ha.
Ah, Sudel. Wow. Aber der Stream hat eiskalt reingeknallt. Wahnsinn. Gibt's ja nicht. Bitte, das ist eigentlich was, Leute? Ich hätte es gedacht. Wow. Streamer, nicht schlecht. Was ist los? Blank sollte es im Supermarkt besser nicht geben. Hm. What? Ich glaube, das ist ein Panik. Oh Mann. Für den Moment. Ja gut, eigentlich hätte ich, ja gut, das ist eigentlich recht. Moment, hätte ich das andere Wort sollen. Wir haben auf jeden Fall die 1500 geknackt, ne? 1500. Ja, let's go. Oh. Ja. Respekt, Leute, ja, sau stark. Nein, ich glaube, vielen Dank. Dankeschön. Nicht schlecht, Kürbis. Nächste. Blank ist die häufigste Todesursache bei Streamern. Oh, ja, ja, ja. Lars, soll das ein Witz sein? Ja, schon. Ja, natürlich. Ich finde den schon eher witzig. Doch, doch, doch. Narkolepsie. Und da kamen nochmal 15 Euro rein von Osho. Dankeschön, Osho. Danke, Osho. Danke. Wow. Wow. Mit dem Internet habe ich gefühlt. Oh ja. Und Durchfall, nicht ausfallen. Im siebten Kreis der Hölle müssen wir... Oh, das ist böse. Oh ja. Oh ja. Ich hab gedacht, die Hölle wäre schlimm, aber das ist so schlimm. Wer auch immer. Looking at you. Oh, Bibi, lauf. Okay, das war jetzt nicht ganz gut. Punkte, ey. Aber. Entschuldigung, das war jetzt aber gerade wirklich nicht fair. Das war das als Insider. Hallo? Ja, das war echt nicht fair. Aber es hat funktioniert. Alter, den demnächst in Hamburg. Blank das Musical. Oh, Junge. Oh, da fällt mir die Auswahl wirklich schwer. Aber wie spielt man die Pandemie als Musical? Darf ich denn, darf der mit Gebärdensprache. Einer kommt in den Raum. Hustet Kamera, machst ein Lied raus. Und alle gehen wieder Lied raus. Und alle fallen um. Fair enough. Ach, das geht Mann. Dann schnell vorbei. Ja, so ein 5-Minuten-Ding. Sudel macht dir überhaupt nichts draus, der Axel cheatet. Das ist einfach schon mal nicht da normal, auch, ja. Der Mann, ja. Ich spiele halt, also musst du dir vorstellen, Sudel, wir spielen gerade gegen eine Uni. An und für sich. Wir spielen gerade gegen Wir spielen alle gegen uns. Ich verrate auch nicht, dass ich die Fragen mitgeschrieben habe. Oh! Oh! Gut, dass das keiner weiß. Lobo. Und Osho, danke für die 15 Euro. Juhu. Oh, danke schön. 1520. So, die nächsten Fragen wieder zwei. Ne? Anstatt nur rumzusitzen, während die Spieler tippen, probiert doch mal die Mitspielfunktion aus. Boah, das ist schwierig. Was ist denn dieser Notfallquiz? Wenn dir nichts einfällt, glaube ich. Saures Pferd. Schlechte Laune, Schimmel. Pferd stehe ich nicht. Oh, Junge. Okay, das nächste Mal müssen wir den Chat hier mit reinholen. Ihr seid viel witziger als wir, das wisst ihr gar nicht. My Moin, Leute. Moin, Leute. Moin, Leute. Trimax hier. Die Zeit läuft. Benutzt deine Notfallquip, wenn das sein muss. Schneller. Schimmel. Lasagne. Ja. Alex. Alex. Zu wenig Pen Paper gespielt, um mal, spontan zu sein. Genau. Ach, das ist. Das Spiel überfordert mich so eiskalt. So, ja, Blank. Toll in der Praxis. Toll in der Theorie, ein ziemliches Durcheinander in der Praxis. Ihr Miststücke. Das kommt ja praktisch auf selber raus, ne? Ja, fair enough. Ja, ja, das ist ja, tatsächlich ja. Beides. Ja. Oh. Oh, ich bin raus.
Ich war zu langsam. Ich hab aber nicht abgestimmt. Oh oh. Ich hab nicht random. Okay. Wenn ich schnell genug bin. Flieg ich raus, ich werd gekickt. Ich darf nie wieder mitspielen. YouTube-Videos, die niemand in deiner History entdecken sollte. Wie war das? Ich habe Grüße gehen raus an Gilius. Der hat mal mich gefragt. Ah nee, das war vor uns. Der hat mich gefragt, ob man beim Lachs die Haut mitessen kann. Da alles aus dem Gericht gefallen. Kann man. Ja, kann man. Ja. Natürlich. Ey, ich finde sie richtig geil, wenn sie gebraten ist und so ein bisschen knusprig. So richtig knusprig. Alex, die Sache wäre, dann wäre sie ja schon fertig. Ja. Als nächstes an der Reihe. Lucy, danke schön für deine 4-Euro-Spende. Und davor war eine 30-Euro-Spende. Entschuldigung. Oh. Was würdest du deinem jüngeren Ich am Anfang deiner Streaming-Karriere raten? Ich nehme das auf. Ja, das ist schön. Fühl ich beides. Wir sind beide richtig gut. Wow. Alter! Oh. Unentschieden. 1-2. Das war wirklich super unentschieden. Krass, ja. Das ist krass. Neu auf Kickstarter. Blank, das Brettspiel. Meine Kinder würden das garantiert spielen. Ist ein großes Was? Schach 2 oder Schach 2, ja klar. Schach 2, Return of Chess. Ich kann mir so gut vorstellen, ne, wer Schach 2 gesagt hat. Return of the King. Ey, das ist halt echt geil. Ich würde das gerne sagen. Oh. 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 Die Leute haben halt Style, ne? Ja, nice. Sehr schön. Problem, ich finde eine feine Küche. Knapp. Küche putzen, Schach 2, mein Lieblingsspiel. Kann der gut Küche putzen? Nee, das aber Schlimmste, was einem beim Stream passieren kann. Und abstimmen. Wobei die spontane Selbstentzündung gibt eine Menge Klicks. Das ist passiert. Da gab es Streamer, der ist passiert. Echt jetzt? Ja, das ist schon mehrmals passiert. Ja. Das ist schon mehrmals was, angezündet oder was? Also, letztens erst ist einer in Flammen aufgegangen. Ja, da hast du eine Kerze neben sich stehen und dann hat sie da ganz normal mit den Leuten gelabert, auch bei Quiplash oder so, und auf einmal hat sie angefangen zu brennen. Oh Gott. Ja, war das nicht mal Marina? Maluna, ja. Da war Luna, genau. Das war Maluna, ja. Dann gab es einen, der hatte sein Feuerzeug gesperrt, hat das in den Hintergrund gepackt und dann ist einfach die Bude abgefackelt. OMG. Muss ich jetzt Jumanji sagen, oder? Hey. Blank mit in die Badewanne zu nehmen, ist eine ganz neue Erfahrung. Oh, das ist jetzt eine Community-Vote, würde ich sagen. Oh, wow. Aber bei not calling stitches. Sorry, ist der Film. Oh, da, hey. Mhm. Weiß ja, wofür ich wurde. Ich darf nicht mit. Aber nur mit Schwimmflügelchen, das ist mir sonst zu gefährlich. Ich hab hier was gut gemacht von der Panzerrunde. Und Mava macht den Seestern nebenbei. Ja, warum war da der Seestern nicht? Probleme mit Träumen? Versuch es mit Blend. Mit Keks. Keks. Und wer war sonst gegen die Trolle? War das hier Gummibärchen? Das wäre unnötig gewesen. Einen Chat. Kappa in Chat. Ja, Chat ist mal. Kann super. Ich beim nächsten Mal gleich ausprobieren. Das funktioniert. Bei mir ging gerade der Gedanke sofort zu Feuer oder Säure. Zu viel D&D. Oh. Oh. Nice. Oh, aber der unentschieden. Chat. Hat sich gerettet. Ja, Liebe an den Chat. Meine Lebensphilosophie seit 2020. Oh ja. Ja, das stimmt. Wer ohne Zähne putzen mal unter so einer Maske gehangen hat und eine Vorlesung machen. Ihre Erfahrungsberichte. Aha. Ivi, warum hast du Erfahrung damit, ohne Zähne geputzt hast, mit der Maske eine Vorlesung zu machen? Ich verschlafen. Wir sind am Ende von Runde 2. Mal sehen, was sich getan hat. Okay, wie steht's? Und? Hallo, hey, King. Oh? Mein Herz. Da hab ich aber was gut gemacht. Oh. Ach, immerhin vorletzt. Oh, jetzt wird's schwer. Alle kriegen das Gleiche. Frei, oder wie? Alle müssen das Genau, alle bekommen das Gleiche und dann kann man
Oh Gott. Gold, Silber und Bronze quasi vergeben. Wie geht Comic gleich? Okay. Comic zu Ende. Diesen Comic zu Ende schreiben, okay. Vollständigen Comic. Boah, ich zieh gerade einen totalen Blank. Wer hat sich das ausgedacht? Noch 20 Sekunden. Marjungfrau, Dankeschön für 69 Euro. Da scheint jemand ein Ziel in den Augen zu haben. Oh, ich euch auch. Ich euch auch sehr. Habt ihr schön gemacht. Vielen, vielen Dank. Wir sind alle soweit. Nein, es ging nicht mehr raus. Okay. In der dritten Runde dürfen wir drei Medaillen vergeben. Gold, Silber und Bronze. Dann mal los. Genau, das erste ist Gold, das zweite Silber, das dritte Bronze, was ihr vergebt. Ich habe noch kurz Zeit zu voten, Chat, beeilt euch. Jawohl, 7, 6, 5, 4, 3, schnell tippen, 2, 1. Okay, dann schauen wir mal, wer die ganze Medaille erhalten hat. Bronze. Hier kommt das Silber. Kommt Silber. Und jetzt das Gold. Okay, dann rechnen wir das mal in Punkte um. Ja. Ich fühle mich gemobbt. Oh, Colin, ich glaube. Oh, Sule. Marbach. Wow. Marbach. Das war das Spiel. Was sagt der finale Punktestand? Ich will ja nichts sagen. Wow. Nicht schlecht. Wow. Ganz schön rasiert. Danke fürs Mitspielen, das war toll. Man schafft es nicht. So. Dann, wir waren ja quasi Auswertung dabei. Korrekt. Die Reihenfolge unter euch ist Alex, Sude, Colin, Jayla, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, oder? Ja, ja. GG. Wahnsinn.